Herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend im Buddha-Haus. Ich habe mir eine Lehrrede ausgesucht, die uns alle ständig betrifft, die wir aber nicht so in der Art erkennen. Wir sind alle von diesen Dingen, die hier angesprochen werden, immer wieder betroffen. Die Lehrrede heißt die acht Weltgesetze. Acht Weltgesetze folgen dem Weltlauf. Und der Weltlauf folgt diesen acht Weltgesetzen. Welche sind sie? Gewinn und Verlust, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leid. Dann ist ein Vers darüber. Gewinn, Verlust, Verehrung und Verachtung, auch Lob und Tadel, Freude sowie Leid. Gar wandelbar sind diese Weltgesetze, voll Unbestand dem Wechsel unterworfen. Der Weise, der Besonnene, durchschaut sie, erkennt sie als dem Wechsel unterworfen. Erwünschte Dinge quälen ihn nicht mehr, und auch bei Unerwünschten kommt ihm kein Verdruss. In ihm sind Hingeneigtsein und auch Widerwille zerstört, vergangen, nicht mehr da. Die sorgenfreie, lautere Stätte kennend, ist zu des Daseins anderem Ufer er gelangt. Wir werden erst einmal über diese acht Dinge sprechen und dann einmal das ansprechen, was der Buddha am Ende sagt, nämlich, dass wenn man das erkennt und sich nicht mehr davon beeinflussen lässt, dann kommt man zu dem anderen Ufer des Daseins. Vorläufig sind wir auf diesem Ufer des Daseins. Und auf diesem Ufer des Daseins, dann glauben wir, dass nur vier von diesen acht Dingen möglich sind für uns oder wünschenswert und dass die anderen vier unbedingt nicht an uns herantreten sollen. Wir wollen nur Gewinn und Verehrung, Lob und Freude. Aber wir wollen nichts zu tun haben mit Verlust und Verachtung, Tadel und Leid. Und dennoch wissen wir ganz genau, dass da, wo die Sonne ist, da gibt's auch Schatten. Und da, wo es Tag gibt, gibt es Nacht. Und da, wo es Geburt gibt, gibt's Tod. Und dennoch stellen wir uns auf die Hinterbeine und sind entschlossen, dass wir nur vier von diesen acht Dingen erleben wollen. Und mit diesem Entschluss machen wir uns das Leben äußerst schwierig. Es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der nur die vier Dinge bekommt, der nur Gewinn und Verehrung, Lob und Freude bekommt. Das gibt es einfach nicht. Was wir im Allgemeinen tun, ist, wenn wir sie bekommen, dann wollen wir sie behalten und wir glauben, alles ist gut in der besten aller Welten. Wenn wir die anderen vier bekommen, eins von den anderen vier, dann glauben wir fast immer, dass jemand daran schuld ist. Irgendwas hat irgendjemand gemacht. Und das ist die größte Absurdität, die mit denen die Menschen ständig zu tun haben. Niemand hat was gemacht. Da, wo Gewinn ist, ist Verlust. Da, wo Ehre ist, da ist auch Verachtung. Alles gehört zusammen. Da, wo etwas wächst, da geht es auch wieder ein. Es gibt gar nichts anderes. Es ist ein Naturgesetz. Der Buddha nennt es Weltgesetze. Die acht weltlichen Dhammas oder Dharmas, die acht Weltgesetze. Und dennoch ist die ganze Menschheit, alle 6 Milliarden oder wie viel es jetzt schon sind, vielleicht sind es schon 7, damit beschäftigt, nur 4 von diesen 8 zu bekommen. Und einen Moment mal können wir mal nachschauen in uns selbst, ob das stimmt. Bei Buddha gibt es nichts zu glauben. Und auch nichts zu bezweifeln. Da gibt's einfach zu prüfen.
ob das bei uns stimmt und ob wir noch dazu vielleicht sogar die Idee haben, dass die vier, die wir gern hätten, sogar unser Recht sind zu haben. Dass die anderen vier uns ganz zu Unrecht entgegenkommen. Und da wir glauben, dass sie uns zu Unrecht entgegenkommen, glauben wir natürlich auch, dass jemand anders das macht. Denn wir würden das ja nie tun. Wir würden ja nie etwas tun, wo wir diese vier Negativitäten bekommen würden. Also muss doch schon jemand dran schuld sein. Mit dieser Einstellung kann man natürlich nichts ändern. Diese Einstellung hat einen Kern, der sich immer wieder äußert, sodass wir überhaupt nichts an uns selber ändern können. Wir können ja immer wieder dasselbe machen. Und das tun wir auch. Wir sind ständig mit demselben beschäftigt. Wir wollen immer Gewinn, wir wollen Verehrung, wir wollen Lob und Freude. Und wenn wir es nicht bekommen können, dann sind wir ärgerlich. Verdrießlich, sagt der Buddha, sind wir. Am Gewinn, der ihm zuteil wird, hängt er und Verlust verdrießt ihn. An der Ehre, die ihm zuteil wird, hängt er und Verachtung verdrießt ihn. Am Lob, das ihm zuteil wird, hängt er und Tadel verdrießt ihn. An der Freude, die ihm zuteil wird, hängt er und das Leid verdrießt ihn. So der Zuneigung und Abneigung verfallen, wird er nicht erlöst von Geburt, Altern und Tod, von Sorge, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung, wird er nicht erlöst vom Leiden. Wieso wird man dadurch nicht erlöst vom Leiden? Erstens einmal stellen wir uns gegen ein Naturgesetz. Und sich gegen ein Naturgesetz stellen, bringt immer nur Schwierigkeiten. Da brauchen wir uns nur einmal die Umwelt anzuschauen, wo wir auch die Naturgesetze nicht beachtet haben und daher in Schwierigkeiten gekommen sind und immer noch in Schwierigkeiten kommen. Das ist ein Grund, warum man nicht erlöst wird vom Leiden. Aber vor allen Dingen wird man nicht erlöst vom Leiden, weil man ständig einen inneren Druck spürt, den wir selber auf uns ausüben, um die vier, die wir gern haben wollen, zu bekommen. Wir sind beschäftigt damit. Wir sind beschäftigt damit viel mehr als mit dem, was wir eigentlich wirklich tun sollten. Das, was wir wirklich tun sollten, sind unsere Aufgaben und Verpflichtungen, unser spirituelles Wachstum. Aber wir sind mit diesen vier beschäftigt, mit Gewinn und Lob und Freude haben. Mit denen sind wir beschäftigt. Und da wir sie nicht immer bekommen können, leiden wir an dem Gegenteil. Aber allein schon das Haben wollen ist Leid. Weil es nämlich inneren Druck ausübt. Es übt einen Druck aus, der uns dann auf viele Arten und Weise hin und her wirft, um diese vier zu bekommen. Nun kann Gewinn materieller Gewinn sein. Es muss nicht irgendetwas spirituelles sein, aber es kann auch etwas ganz anderes sein. Es muss nicht materiell sein. Es kann auch sein, der Gewinn zum Beispiel, dass man sich hinsetzt zum Meditieren und man nichts anderes im Kopf hat als, jetzt muss ich aber gut meditieren. Mindestens so gut wie mein Freund oder meine Freundin. Na, dann kann man überhaupt nicht meditieren. Und das ist äußerst leidvoll. Da kommt überhaupt nichts dabei raus. Hat man sich aber eingeredet, man hat einen Gewinn gesucht in einer sehr wertvollen, auf einer sehr wertvollen Ebene. Gewinn ist auch das Anhäufen von Dingen, das Anhäufen von Wissen, das Anhäufen von auch Büchern, alles Mögliche anhäufen. Wir glauben immer, mehr ist besser. Aber vielleicht haben wir das schon gemerkt, dass das gar nicht stimmt. Und sollte dann irgendetwas verloren gehen, gewinnen zum Beispiel auch Menschen festhalten wollen, von denen wir glauben, dass sie unumgänglich nötig sind zu unserem Leben und dann sie verlieren, dann haben wir Tragödien.
Aber wo Gewinn ist Verlust. Und nur dem Gewinn hinterherlaufen, ist ja auch eine Abhängigkeit. Abhängigkeit davon, dass es geschieht, so wie wir wollen. Und das Weltall ist nicht so eingerichtet, dass es so geschieht, wie wir wollen. Das Weltall ist auf Ursache und Wirkung aufgebaut. Und was mit uns geschieht, ist auch Ursache und Wirkung. Und wenn wir uns das vielleicht klarer vor Augen führen, dann haben wir auch weniger Verdruss. Verdruss, wenn es nicht so geschieht, wie wir wollen. Es kann sehr leicht sein, dass das, was wir wollen, gar nicht zum Guten ist. Wir haben uns nur eingeredet, es wäre zum Guten. Vielleicht ist es für uns und andere zum Schlechten. Und wenn es dann nicht geschieht, was wir als Verlust ansehen, ist in Wirklichkeit ein Gewinn. Ist auch möglich. Wir glauben unseren eigenen Meinungen und Ansichten. Und diesen eigenen Meinungen und Ansichten zu glauben, ist auch ein Druck, den wir auf uns ausüben. Denn wir wollen das andere mitglauben. Das Einzige, worauf wir uns verlassen können, ist, dass wir die Meinungen und Ansichten, das Wollen und Ablehnen, immer wieder loslassen. Und je mehr wir loslassen, desto klarer und lichter wird es in uns. Denn wenn wir losgelassen haben, haben wir Raum geschaffen. Und wenn wir Raum schaffen, dann gibt es Licht. Und wenn es Licht gibt, können wir sehen. Solange wir damit beschäftigt sind, haben zu wollen, das heißt Gewinn, und was immer es sei, haben zu wollen, ist ganz egal, was wir haben wollen. Solange haben wir keinen inneren Freiraum. Und dieses Haben wollen, was natürlich dann damit verbunden ist, dass wir auf keinen Fall verlieren wollen, nichts verlieren wollen, bringt ein Festhalten und Anhaften mit sich. Und dieses Festhalten und Anhaften macht uns noch begrenzter. Wir machen Grenzen in unserem um uns herum, weil wir überhaupt nicht mehr es in uns aufnehmen können, dass vielleicht der Verlust von dem, was wir festhalten wollen, genauso günstig oder günstiger wäre als das Behalten. Wir sehen nur einen ganz kleinen Horizont und vergessen dabei, dass auf der universellen Ebene alles ganz anders aussieht. Machen uns ganz absichtlich das Leben furchtbar schwer. Das ist eine seltsame menschliche Eigenschaft. Und wir glauben dann, nachdem wir uns das Leben also jetzt Wochen und Monate, Jahre und Jahrzehnte lang schwer gemacht haben, und wenn wir dann auf Ferien gehen, dann werden wir es leicht haben. Ich glaube, darüber braucht man weiter nichts zu sagen. Erinnert sich überhaupt nichts. Der Körper geht auf Ferien, weiter gar nichts. Der Geist, der sollte Ferien machen. Der sollte Ferien machen von seinen Wünschen, Meinungen, Anhaften. Von den Dingen, die er glaubt, dass sie ihm gehören oder gehören sollten. Und eine von den Dingen, die sehr große Schwierigkeiten im Allgemeinen bereiten, ist zum Beispiel Verehrung und Verachtung von anderen anerkannt werden. Das ist auch eine Art Gewinn. Der andere soll glauben, ich bin jemand. Wir selbst möchten es auch glauben, dass wir jemand sind. Irgendjemand. Aber da ist immer so eine kleine Frage noch dahinter. Sind wir wirklich der jemand, der wir glauben, der wir sind? Und dann brauchen wir jemanden, der uns das bestätigt. Außenbestätigung. Außenbestätigung ist Verehrung. Diese Außenbestätigung, die natürlich nicht immer kommt, die sehr häufig ins Gegenteil umschlägt, ist ein Abhängigkeitssyndrom, das uns das Leben noch mehr erschwert. Denn jedes Mal, wenn es nicht geschieht, wenn die Verehrung, also die Anerkennung von den anderen, nicht kommt, dann sinkt der Geist in einen
Abgrund, wo er verdrossen ist. Oder aber er fängt an, sich zu ärgern. Ärgert sich über denjenigen, der nicht anerkennt. Oder wird sogar noch negativer und glaubt, dass der andere, der nicht anerkennt, ja, sehr schlecht sein muss. Sonst würde er ja anerkennen. Alles Dinge, um uns selbst unglücklich zu machen. Ein ganz einfacher Weg, um unglücklich zu werden. Und jeder schlägt ihn ein. Man macht sich absichtlich selbst unglücklich. Jetzt haben wir alle möglichen Dinge, mit denen wir versuchen, Freude zu bekommen statt Leid. Und es ist absolut nichts dagegen einzuwenden, dass Freude durch die Sinne kommt. Aber Leid auch. Und wenn wir nichts anderes aus sind als Freude durch die Sinne, so wird das nie vollkommen erfüllend sein. Was wir sehen und hören, schmecken und riechen, antasten und denken, kann uns nie vollkommen erfüllen, aus dem einfachen Grund, weil es ständig sich ändert. Einem ständigen Wandel unterworfen. Und wenn wir diese Suche als Hauptobjekt unseres Lebens haben, und die meisten Menschen haben das, so sind wir immerzu dabei, auszuweichen. Wir wollen dem, was wir glauben, das leidvoll ist, ausweichen. Und ständig dabei, in irgendwelche andere Wege uns hineinzuschleichen, wo wir glauben, da ist es vielleicht nicht leidvoll. Dieses Ausweichen kann ganz fürchterliche Folgen haben. Das kann zur Trunksucht und zum Drogen führen. Das ist auch Ausweichen. Aber es muss nicht gleich so weit führen. Es kann auch dazu führen, dass man sich nie mit einem spirituellen Weg wirklich ernsthaft beschäftigt. Denn natürlich erfährt man dabei Leid. Wenn man sich selbst beobachtet und sich selbst erkennt, dann sieht man plötzlich, ist ja doch nicht alles so, wie ich gedacht habe. Und dann geht der Fortschritt vielleicht nicht so, wie man den Gewinn haben wollte, und dann ist wieder Leid. Und dann versucht man dem auszuweichen, indem man es gar nicht tut. Auch das sind Dinge, die dabei geschehen. Auch, dass man Menschen ausweicht, die haben vielleicht helfen wollen, indem sie einem die Wahrheit sagen und sich nur mit Menschen abgeben will, die einen vielleicht sich so zu einem benehmen, dass sie einem schmeicheln oder auf jeden Fall über nichts Tieferes reden, sodass auf keinen Fall etwas vorkommt, was Leid bringen könnte. Es ist ein ständiges Suche, den leichtesten Weg zu finden. Das Einfachste. Aber das Einfachste ist niemals das, was wirklich innen erfüllend ist. Das Einfachste ist schlafen gehen. Das Allereinfachste. Das Nächsteinfachste ist ein Fernseher anstellen. Und dann kann man vielleicht noch sagen, essen. Und alles ganz einfach. Und kann man davon wirkliche Freude bekommen? Da kann man momentan eine Freude von bekommen. Aber wirkliche Freude? So unmöglich. Und dem Leid, das in einem hochkommt, damit aus dem Weg zu gehen, ist auch nicht möglich. Immer wieder wird es versucht. Jeder versucht, irgendwo einen Ausweg zu finden, wo es einfacher ist, wo man nicht hinzuschauen braucht, wo man nicht sich so anstrengen muss und wo man nicht versuchen muss, innen was zu ändern, sondern lieber außen was ändern. Bis man eines Tages merkt, so ist es, so geht's nicht. Da hat man schon eine Weile versucht. Jeder, der eine Weile versucht hat, der wird es eines Tages merken, wenn er es wirklich wissen will. Die wenigsten Menschen wollen es wirklich wissen. Die Minorität, die es wissen will. Die meisten bleiben mit diesen 8 Weltgesetzen ständig im Hadern. Die eine Seite wollen sie haben und können sie nicht bekommen, gerade wenn sie sie wollen, nur manchmal bekommen. Und die andere Seite bekommen sie genau dann, wann sie nicht haben wollen. Und dann wundern wir uns,
wieso es keinen Frieden auf der Welt gibt. Mit diesen 8 Weltgesetzen müssen wir Frieden schließen. Absoluten und totalen Frieden. Und sie so akzeptieren, wie sie sind, dass sie nämlich auf uns zukommen. Und sie so akzeptieren, dass wir wissen, wir sind nicht immun. Auch wir sind diesen 8 Dingen ausgesetzt. Das Einzige, was wir ändern können, ist, dass uns die eine Seite nicht verdrießt und die andere Seite uns nicht so zu einem euphorischen Glücksgefühl bringt, dass wir, sobald es vorbei ist, wieder in die Tiefe sinken. Sondern, dass wir bei allem, bei allen 8, die Vergänglichkeit erkennen. Und vor allen Dingen bei uns selbst. Solange wir die Vergänglichkeit an uns selbst nicht erkannt haben, der Weise, der Besonnene durchschaut sie, die 8, erkennt sie als dem Wechsel unterworfen. Solange wir uns mit der Vergänglichkeit noch nicht abgegeben haben und in uns selbst die Vergänglichkeit noch nicht so erkannt haben, dass sie eine Tatsache ist, eine Tatsache, der wir nicht mehr versuchen, aus dem Weg zu gehen, solange werden wir diesen 8 Weltgesetzen immer untertan sein. Und untertan sein heißt keine Freiheit haben. Untertan sein heißt, dass wir abhängig sind. Abhängig von anderen, abhängig von unseren eigenen Wünschen, abhängig von den Dingen, die auf uns zukommen. Sehr häufig sind wir auch mit Lob und Tadel beschäftigt. Wir tadeln uns selbst und wir tadeln andere. Und Lob ist sogar etwas, was wir uns selbst sehr wenig aussprechen. Und wenn wir uns selbst wenig Lob aussprechen, dann werden wir wohl auch anderen wenig Lob aussprechen. Das heißt also, dass gerade bei diesen beiden Weltgesetzen wir wahrscheinlich mehr von der negativen Seite erleben. Sich selbst loben hat so eine Anrüchigkeit, als wäre es selbstsüchtig. Aber das ist ein falscher Gedanke. Der Buddha hat gesagt, eine von den ganz wichtigen Erinnerungen und Kontemplationen ist, sich daran zu erinnern, was man Gutes getan hat. Dana Nusanti, was man gegeben hat, was man Gutes getan hat und sich daran erinnern. Um ein Gefühl der Zufriedenheit in sich zu erwecken. Ein Gefühl der Zufriedenheit macht es möglich zu meditieren. Ein Gefühl der Zufriedenheit macht es möglich, nicht nach Gewinn und Verehrung und Freude zu suchen, denn Zufriedenheit genügt. Sie führt zum Frieden. Und das, was wir am meisten suchen und wollen, ist innerer Frieden. Und innerer Frieden hat nichts mit den Dingen zu tun, die von außen auf uns zukommen. Die Dinge, die von außen auf uns zukommen, meistens fordern sie unsere Kraft, unsere Zeit, unsere Energie, unser Wissen. Und je mehr wir uns dem Moment hingeben, ohne Resultat zu suchen, desto besser können wir diesen Dingen nachkommen. Solange wir Resultat suchen, und das ist natürlich bei diesen 8 immer der Fall, wir suchen Resultat, wir suchen die 4, die uns angenehm sind, können wir uns nicht hundertprozentig darauf konzentrieren, was wir wirklich machen wollen. Wir können nicht beides. Wenn wir uns zur Meditation hinsetzen und wir suchen das Resultat der Konzentration, so können wir uns nicht gleichzeitig konzentrieren. Wir können nicht die Konzentration suchen und das Resultat davon bekommen wollen und gleichzeitig auf dem Meditationsobjekt bleiben. Entweder oder. Und so ist es im täglichen Leben auch. Wenn wir Resultate suchen, können wir uns nicht voll hingeben. Und voll hingeben ist die einzige Möglichkeit,
um überhaupt einmal dieses Resultatdenken loszulassen. Wir wollen aus allem, was wir tun, das Resultat ziehen, was wir glauben, was uns Gewinn bringt. Es stimmt aber nicht immer. Es kann sehr leicht sein, dass Tadel uns mal Gewinn bringt, wenn wir damit etwas anfangen. Es kann auch sehr leicht sein, dass Verlust uns großen Gewinn bringt. Viel größeren als Gewinn. Es ist sehr leicht möglich, dass ein Mensch, der sehr viel von den Dingen bekommt, die er haben will, überhaupt kein spirituelles Wachstum in Angriff nimmt. Ein Mensch, der Verlust hat, sich viel eher dem spirituellen Leben zuneigt. Ein Mensch, der die Menschen verliert, an denen er anhaftet, oder die Gesundheit verliert, sind viel leichter möglich, dass sie sich wirklich einer Suche nach dem spirituellen Leben hingeben und dort etwas ganz anderes zu finden als in der Welt. Wir haben also nicht die immer, sogar sehr häufig nicht, die genaue Erkenntnis, was für uns Gewinn und was für uns Verlust ist. Aber wenn wir immer dem Leid aus dem Weg gehen wollen, was natürlich nie gelingt, aber der Versuch alleine schon, ihm aus dem Weg zu gehen, ist eine Überbeschäftigung, die überhaupt nichts bringt. Gar nichts bringt. Wir werden ständig überrannt vom Leid. Und dann suchen wir wieder einen neuen Ausweg. Und alle Auswege sind Sackgassen. Die Freude, sogar die, die wir durch die Meditation bekommen können, die natürlich schon eine viel größere und reinere Freude ist, als die, die wir durch die Sinne bekommen, ist auch vergänglich. Ist auch wandelbar. Auch sie ist dem Wechsel unterworfen. Auch sie ist nicht vollkommen ohne Bedingungen. Die Bedingung ist, dass wir uns konzentrieren können. Die Bedingung ist, dass wir uns wirklich der Meditation hingeben können. So wird hier gesagt, dass erst wenn wir durchschauen, dass alles dem Wechsel unterworfen ist, dass die erwünschten Dinge uns nicht mehr quälen. Die erwünschten Dinge quälen uns. Und das ist die zweite edle Wahrheit von den vier edlen Wahrheiten, die der Buddha als seine Erleuchtungserklärung gegeben hat. Nämlich, dass es nur einen einzigen Grund für Leid gibt. Und dieser eine einzige Grund ist Begehren. Es gibt nichts anderes, was Leid verursacht. Man kann es selber ganz genau feststellen, ist ganz einfach. Wenn man im Leben gerade irgendetwas hat, was man unbedingt haben möchte oder unbedingt loswerden möchte. Und einem das gewisse Schwierigkeiten bereitet. Momentan das haben wollen oder das loswerden wollen, loslassen. Und sehen, wie erleichternd das ist. Das ist dann ein Moment der Freiheit. Und dann können wir vielleicht nachvollziehen, was der Buddha mit Freiheit gemeint hat. Natürlich werden wir sofort, nachdem der Moment vorbei ist, uns wieder das, was wir haben wollen oder das, was wir loswerden wollen, an uns nehmen und wieder unfrei sein. Aber auf jeden Fall haben wir mal ein Muster gehabt, wie es sein kann, frei zu sein. Und die erwünschten Dinge quälen uns, weil wir auf uns selbst diesen Druck ausüben, sie zu bekommen. Wir merken das nicht, weil wir die ganze Zeit hoffen, sie zu bekommen. Und wenn wir sie dann gar bekommen, dann haben wir natürlich einen Moment der Freude und des Triumphes, dass wir es doch bekommen haben, was wir wollten. Und dann ist es schon wieder vorbei.
dann suchen wir etwas Neues zu bekommen. Und bei den Unerwünschten kommt kein Verdruss. Weil wir genau durchschaut haben, dass alles, was existiert, entsteht und vergeht. Es kann gar nicht anders sein. Jeder Atemzug entsteht und vergeht. Jedes Gefühl, jede Empfindung, jeder Körper, alles, was auf der Welt gibt, alles, was überhaupt denkbar ist, entsteht und vergeht. Und wenn wir uns das einmal nicht nur vor Augen führen, sondern in uns selbst erleben und nachvollziehen, dann fällt von uns etwas ab wie ein Panzer, den wir um uns herum gemacht haben. Und der die Dinge festhalten sollen, die uns sinnliches Vergnügen bereiten und die Dinge abwehren sollen, die uns Leiden bereiten. Und mit diesem Panzer haben wir nicht nur die Unfreiheit, sondern auch die Bürde und die Schwere. Wir sind beschwert davon. Und immer wieder versuchen wir, das zu bekommen, was wir glauben, ist wünschenswert. Obwohl es sehr oft überhaupt nicht stimmt. Was wir nachher dann auch merken. Viel später vielleicht merken. Und uns dann wundern, wieso wir je so haben gedacht. Und wenn wir das einmal loslassen können und sehen, wie dieser Wandel, dieses ständige Wechsel uns vollkommen eingenommen hat, dann brauchen wir das nicht mehr zu tun. Dann ist das, was erwünscht ist und was unerwünscht ist, kommt und geht wie alles andere. Jeder hat doch schon gemerkt, wie schnell ein Tag vorbeigeht. Das kann man doch gar nicht umhin zu merken. Wie schnell eine Woche vorbeigeht. Wie schnell ein Jahr vorbeigeht. Wie schnell ein Menschenleben vorbeigeht. Man kann doch gar nicht umhin, das zu merken. Es ändert sich doch ständig. Erst ist hell, dann ist dunkel. Erst ist warm, dann ist kalt. Erst ist die Sonne, dann sind die Sterne und der Mond. Erst ist der Regen, dann ist der Schnee. Erst ist man jung, dann ist man alt. Es ist doch nicht möglich, das nicht zu merken. Und in diesem ganzen Wechsel versuchen wir ständig, eine Sache, die wir glauben, die zu uns gehört und uns Gewinn bringt, festzuhalten. Und die anderen Sachen, die wir glauben, dass sie uns nicht erfreuen, loswerden zu wollen. Immer wieder. Statt dass wir alles, was da erfreulich ist und was leidvoll ist, was Verehrung und Verachtung ist, genauso sich hin und her bewegen lassen, wie der Tag und der Nacht und der Sommer und der Winter sich auch bewegen und unser ganzes Leben sich bewegt. Diese ständige Bewegung, der Wechsel, wie er hier genannt ist, kann uns befreien. Die meisten Menschen wollen nichts davon wissen. Sie können gar nicht umhin, es zu erleben. Aber es bewusst zu erleben, ist etwas ganz anderes. Die Vergänglichkeit bewusst erleben bedeutet, dass sie uns nie aus dem Gedächtnis schwindet und dass die Dinge, die wir haben wollen, die wir nicht haben wollen, genauso sich hin und her bewegen wie alles andere. Und wir nicht eingreifen müssen. Das bezieht sich auf anerkannt werden oder nicht anerkannt werden. Das bezieht sich auf gelobt werden oder getadelt werden. Das bezieht sich auf gewinnen oder verlieren. Bezieht sich auf alles in unserem Leben. Alles bewegt sich. Aber weil wir manche Dinge ganz festhalten wollen und glauben, dass wenn wir sie behalten, dann haben wir Freude, so verschaffen wir uns großes Leid, weil wir ständig in Angst sind,
dass wir sie doch verlieren könnten. Weil jeder weiß, nichts bleibt. Wir selbst bleiben auch nicht. Nichts bleibt. Alles bewegt sich. Und erst wenn wir das einmal durchschaut haben, dann können wir das Hingeneigtsein und den Widerwillen zerstören. Das Hingeneigtsein dem, was nach unserer Ansicht uns erfreuen sollte, und der Widerwillen, das nach unserer Ansicht gegen das ist, was uns schwierig erscheint. Je weniger Willenskraft wir haben, desto schwieriger ist es. Dann lassen wir uns wie ein Blatt im Wind von unseren Emotionen hin und her wehen, sozusagen. Die Emotionen, die entweder freudig oder leidvoll auf das reagieren, was auf uns zukommt. Wenn wir die Willenskraft nicht aufbringen können, einmal das tiefer zu durchschauen, was eigentlich im täglichen Leben bei uns passiert, dann werden wir immer wieder von den Emotionen hin und her geworfen. Und dieses Hin- und Hergeworfensein bestärkt uns dann in dem Glauben, dass wir die Freude durch die Sinne suchen müssen oder durch die Meditation suchen müssen und im Leid irgendwie ausweichen müssen. Und im Ausweichen müssen außerhalb von uns selbst. Wir können dem Leid nur ausweichen, wenn wir dem Geist es nicht erlauben, es zu haben. So einfach ist das. Aber wer macht das schon? Wenn wir dem Geist nicht mehr erlauben, unter irgendwelchen Dingen, die allgemein anerkannt als negativ sind, zu leiden, dann sind wir dem Leid ausgewichen. Aber durch äußere Dinge dem Leid ausweichen, das ist Fantasie. Das hat jeder schon probiert, das funktioniert nicht. Und wenn man das viele Jahrzehnte probiert, dann kommt man eines Tages gar nicht mehr dahinter, dass das überhaupt nicht funktioniert. Weil das nämlich so zur Gewohnheit geworden ist, dass man nicht mehr anders kann. Und das ist im Allgemeinen, was wir erleben in der Menschheit. Es ist so eine Gewohnheit geworden, das äußerlich zu versuchen, das da dem Leid zu entgehen. Geht einfach nicht. So, wenn wir innerlich können wir dem Leid entgehen, ist gar keine Frage. Der erste Schritt dazu ist, dass wir die Vergänglichkeit so in uns aufnehmen, dass sie ein Teil unserer selbst ist. Und nicht nur ein Wort oder eine Tatsache, an der wir gar nicht zweifeln, das ist selbstverständlich alles vergänglich, und fertig. Schon das Ende erreicht. Nein, wir müssen es in uns von Moment zu Moment erleben können. Und wenn wir das können, dann werden wir auch nicht versuchen festzuhalten. An was eigentlich? An was wollen wir festhalten? An unseren Eigentümern, an den Menschen, an den Ideen, an unserem, wer wir sind, an allen möglichen Dingen, an denen wir gern festhalten wollen. Sowieso geht das alles verloren. Für das Hingeneigtsein und den Widerwillen ergibt es eine Erklärung des Buddhas, wie wir das am besten anpacken können, dass wir das üben können, so dass es uns nicht immer wieder übermannt und überrascht. Es sind die fünf Kräfte, fünf Idis. Und zwar wird es so formuliert, dass wenn wir etwas erleben, durch unsere Sinne, wozu auch das Denken gehört, dass wir sehr, als sehr angenehm empfinden, dann sofort auch das Unangenehme daran erkennen. Und wenn wir etwas erleben, was wir als sehr unangenehm empfinden, sofort daran auch das Angenehme erkennen. In allen beides erkennen. So dass es uns eines Tages möglich sein wird, weder das Hingeneigtsein noch die Abneigung in uns zu erleben. Weil wir in allem, was geschieht, beides sehen können. Es ist möglich,
Zum Beispiel, wie ich vorhin schon sagte, im Verlust eine große Lernsituation zu erkennen. Es ist möglich, im Gewinn die Schwierigkeit zu erkennen, dass man überheblich wird. Es ist sehr leicht möglich, in der Verehrung diese Schwierigkeit genauso zu erkennen. Und in der Verachtung zum Beispiel zu erkennen, dass man sich mehr anstrengen sollte. Alles hat beide Seiten. Es gibt nichts, was nicht die andere Seite in sich hat. Weil wir leben in der Welt der Dualität. Erst wenn wir diese Dualität überwunden haben, können wir in der Welt der Einheit leben. Solange wir irgendetwas festhalten wollen, behalten wollen oder irgendetwas ablehnen, loswerden wollen, leben wir in der Dualität. Was immer es auch sei. Das bedeutet aber nicht Gleichgültigkeit. Das wird sehr oft falsch verstanden. Es bedeutet, dass auf der endgültigen Ebene Gleichmut kommt. Gleichmut ist nicht Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit hat eine ablehnende Tendenz. Man will damit nichts zu tun haben. Sehr häufig praktiziert worden, vor allen Dingen in den 70er Jahren. Man will mit nichts was zu tun haben, ablehnen. Funktioniert überhaupt nicht. Ablehnen ist negativ. Sollte gleichgültig sein und sollte Gleichmut nachahmen. Gibt's nicht. Man kann keinen Gleichmut nachahmen. Man hat ihn entweder oder man hat ihn nicht. Und man kann ihn nur bekommen, wenn man erstens einmal sich mit der Vergänglichkeit so auseinandersetzt, dass sie einem ein Gefühl der Erleichterung bringt. Ein Gefühl des Loslassens der Bürde. Nur dann ist die Vergänglichkeit richtig verstanden. Gleichmut wird unterstützt durch die meditativen Vertiefungen, weil in den meditativen Vertiefungen natürlich es möglich ist zu erkennen, dass es keine eigene Person gibt. Dadurch wird es unterstützt. Aber vor allen Dingen kommt Gleichmut durch Einsicht. Die Einsicht in das haben wollen und loswerden wollen, als ein selbst verfertigtes Leid. Wenn wir dieses Leid uns nicht mehr selber machen, sondern mal einmal erkennen können, dass wir hier von Anfang bis Ende des Lebens nichts anderes erleben, wie einen ständigen Wechsel. Und in diesem Wechsel nichts anderes zu tun ist, als das spirituelle Wachstum, was dadurch kommt, dass wir Herz und Geist läutern, immer wieder das Negative mit dem Positiven ersetzen. Wenn uns das ganz klar wird, dann haben wir uns erstens einmal von viel Leid befreit. Denn dann sehen wir uns und die Welt um uns herum als nichts anderes als eine Lernsituation. Und in dieser Lernsituation gibt es dann weder Gewinn noch Verlust, weder Verehrung noch Verachtung. Wir sind beim Lernen, weiter gar nichts. Wenn uns jemand verehrt, so sollen wir nur darauf achten, dass wir nicht überheblich werden. Und wenn uns jemand verachtet, sollen wir nur darauf achten, dass wir vielleicht uns mehr anstrengen sollten. Und wenn wir Gewinn haben, dann sollten wir nur darauf achten, dass wir das erkennen, dass auch das vergänglich ist und Verlust als Lernsituation benutzen. Die sorgenfreie, lautere Stätte und ist zu des Daseins anderem Ufer gelangt. Wie bei so vielen Lehrreden des Buddha, fängt er an mit den Dingen in der Lehrrede, die uns allen vollkommen bekannt sind. Wir sind alle vollkommen bekannt mit Gewinn und Verlust, Lob und Tadel und so weiter.
und geht den Weg bis zur vollen Erleuchtung. Das Daseins anderes Ufer bedeutet die Erleuchtung. Es wird als bildlich, hat er oft dieses Symbol benutzt, dass die Menschheit an diesem Ufer, an dem diesseitigen Ufer eines Flusses hin und her rennt und versucht, irgendeinen angenehmen Platz dort zu finden, obwohl dieses Ufer überall die gleichen Schwierigkeiten zeigt. Ganz egal, wie angenehm der Platz ist. Der Fluss wird als reißend bezeichnet, so dass die meisten Menschen große Angst haben, sich in diesen Fluss hineinzubegeben. Und obwohl sie dieses andere Ufer vielleicht sogar sehen können und vielleicht sogar wissen oder ahnen, vor allen Dingen ahnen, dass das andere Ufer bedeutend wünschenswerter wäre als dieses, trauen sich doch nicht in den reißenden Fluss hinein. Nur wenige. Und da wird das Dhamma, die Lehre des Buddhas, als ein Floß bezeichnet. Und dieses Floß, diese Lehre, kann man nehmen, um diesen reißenden Fluss zu überqueren und zu einem anderen Ufer zu kommen. Das andere Ufer zu erreichen ist natürlich nur bildlich gemeint. Es ist eine total andere Weltsicht und Ichsicht. Es sieht ganz anders aus. Und daher wird es das andere Ufer genannt. Aber um dorthin zu kommen, wo eben sorgenfrei ist, wo es vollkommen geläutert ist, muss man sich mit diesen 8 Weltgesetzen einmal so auseinandersetzen, dass sie einem nichts mehr anhaben können. Sie können einen nicht mehr unglücklich machen und sie können einen nicht mehr in eine Situation versetzen, wo man glaubt, dass man mehr oder besser ist wie andere oder dass man nun endlich sein Recht bekommen hat, sondern man sieht sie genau wie alles andere. Sie gehören zu den weltlichen Dingen und bewegen sich von einem zum anderen. Wenn man das gelernt hat und sie durchschaut hat, wie sie dem Wechsel unterworfen sind, dann hat man die Möglichkeit, allem Leid zu entgehen. Am Gewinn, der ihm zuteil wird, hängt er nicht, Verlust verdrießt ihn nicht, und dasselbe über die Ehrung und die Verachtung, den Lob und den Tadel, Freude und Leid. Sich von Zuneigung und Abneigung frei machend, wird er erlöst vom Geborenwerden, Altern und Sterben, von Sorge, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung, wird er erlöst von allem Leid. Das wäre vielleicht genug darüber. Wenn irgendwelche Fragen sind, jetzt wäre die Zeit dazu. Also vor Leid schützen. Kann man das denn auch zum Beispiel damit vergleichen, dass man sich also zum Beispiel im Auto anschnallt oder dass man seine Kinder Fahrradhelme kauft und solche Dinge? Ich meine, das bedeutet ja auch Leid, indem jetzt irgendwelche Unfälle oder irgendwelche Dinge passieren. Und da ist es aber doch eigentlich ganz normal, dass man sich versucht, vor Leid zu schützen, indem man eben so gewisse Vorkehrungen oder gewisse Schutzmaßnahmen trifft dann. Das, was du ansprichst, ist, dass wir uns davor schützen, dass dem Körper was passiert. Weil wir nämlich wissen, dass wenn unserem Körper was passiert, wir mit dem Geist sehr leiden. Was aber natürlich auf der Ebene des sorgenfreien Geläutertsein auch nicht mehr geschieht. Aber auf unserer Ebene, ja, schützen wir uns davor, dass dem Körper nichts passiert und anderen Körpern recht wenig passiert, aber dennoch haben wir unterschwellig Angst. Ja, klar. Und diese Angst ist, weil wir wissen, wie wir reagieren werden. Wir reagieren ablehnend, negativ, jammernd, wenn unserem Körper was passiert oder anderen Körpern was passiert. Buddha hat das verglichen mit, dass ein unerleuchteter Mensch von 2 Pfeilen getroffen wird und ein Erleuchteter von 1 Pfeil. Die 2 Pfeile, von denen der Unerleuchtete getroffen wird, sind Geist und Körper, die ihn beide zu schaffen machen, vor allen Dingen, weil der Geist ja auf den Körper reagiert und bei dem Erleuchteten nur der Körper. Der Geist reagiert darauf nicht.
Und ich könnte mir aber zum Beispiel vorstellen, jetzt nochmal auf ein Kind zurückzukommen, also jetzt bei dem Helm zu bleiben, wenn jetzt irgendwas passieren würde und hinterher ist, ja, hätte das Kind jetzt einen Helm aufgehabt, dass man das eine dann irgendwie nur wesentlich mehr beschäftigt und dass man sich selber dann Vorwürfe macht und sagt, hätte ich doch eben darauf geachtet, dass man da auch irgendwie, sagen wir, wenn man jetzt alle Maßnahmen getroffen hat und passiert tatsächlich was, dass man dann sagen kann, gut, aber was ich machen habe können, das habe ich gemacht. Das ist richtig. Die meisten Mütter machen sich dennoch die Vorwürfe darüber, was immer sie gemacht haben. Aber natürlich ist das auf der weltlichen Ebene. So stimmt's. Auf der weltlichen Ebene der 8 Weltgesetze. Aber das darüber hinaus wachsen ist das, dass wir den Verlust auch eben so hinnehmen können wie den Gewinn. Durch das Üben der Jhanas kann man ja das normale alltägliche Leid relativ leicht überwinden und dabei sehr glücklich sein. Ja. Und wenn man das ständig wiederholt, dann frage ich mich, wozu ist dann eine Erleuchtung noch notwendig? Das geht doch so auch. Ja, du kannst aber nicht den ganzen Tag in Jhana sitzen, ne? Es ist leichter, den Tag über die Runden zu bringen, ist gar keine Frage, wenn man die Jhanas macht. Aber dennoch wird man konfrontiert mit Dingen, die man vielleicht nicht gern hat. Wogegen die Einsicht, die man bekommt und die dann zur Erleuchtung führen soll oder kann, dass diese Konfrontationen dann genauso hinnimmt wie alles andere. Also die Jhanas sind ein Weg dorthin. Die versüßen den Weg. Die machen dann das Leben momentan viel einfacher. Aber sie sind nicht die endgültige Antwort. Die endgültige Antwort ist nur die Einsicht. Die Einsicht, die dann unwiderrufbar wie ein Fels in der Brandung in einem selber festsitzt. Die Jhanas sitzen nicht wie ein Fels in der Brandung. Ein großes Geschrei hier ist, nicht so einfach Jhanas zu machen. Es muss schon Ruhe sein, man muss sich konzentrieren können, muss Zeit haben und so weiter. Also Bedingungen, es bestehen Bedingungen, wogegen die Erleuchtung hat keine Bedingungen. Es ist dann ein bedingungsloser Zustand. Also es ist schon wünschenswert. Ja. 5, es gibt 8. 8 Jhanas, was das ist, das sind die meditativen Vertiefungen. Und das ist überhaupt, bei der ersten fängt die Meditation erst an. Alles andere sind Methoden. Und diese Methoden sind hilfreich, nutzbringend. Von denen hat der Buddha 40 verschiedene gelehrt. Es gibt noch viel mehr, weil ja noch andere Meister auch Methoden gelehrt haben. Und wir brauchen Methoden, aber die Meditation, die effektive Meditation, fängt an, wenn man mit der Methode aufhört. Und dann kann man nach innen gehen. Und der Buddha hat das mit den Jhanas bezeichnet, ein Pali-Wort, J-H-A-N-A. Und auf Deutsch meditative Vertiefung von 1 bis 8. Und im Allgemeinen brauchen die meisten Menschen einen etwas intensiveren Meditationskurs, um sich erstmal zu erleben. Nur so nebenbei geht das im Allgemeinen nicht. Es gibt natürlich da auch Ausnahmen, aber sie sind sehr selten. Muss man schon mal richtig intensiv üben. Und das sind die Vertiefungen von 1 bis 8. Wo ich 5 gesagt habe, das waren die 5 Kräfte oder Mächte, dass man das Angenehme auch das Unangenehme sieht, im Unangenehmen auch das Angenehme, im Beiden, beides und als letztes totaler Gleichmut. Das sind 5. 8 Jhanas. Noch irgendetwas. Ja. Jetzt kann ich bei Sonnen auch Freude haben, zum Beispiel im Kennenlernen, zum Beispiel Menschen verliebt miteinander, und man sieht jetzt Menschen, ich weiß, wie lange das wiederhält, und man fährt dann einfach an und sagt, lass die Liebe wieder laufen.
Tja, ist auch eine Altersfrage. Ich würde sagen, in deinem Alter vielleicht noch nicht. Das kommt drauf an. Das kommt drauf an, was einem das Wichtigste im Leben ist. Wenn man zum Beispiel als das Wichtigste den spirituellen Weg gesehen hat und dass nichts anderes mehr überhaupt in Frage kommt, dann wird man vielleicht Mönch oder Nonne sein wollen. Und da ist natürlich Zölibat. Und dann kannst du noch so nette Leute kennenlernen. Das ist alles ganz unwichtig. Wenn das nicht der Fall ist, so kann eine, ja, wie lange dauert das nun wieder? Das ist natürlich, es kann eine wirkliche Liebesbeziehung kann hilfreich sein, wenn beide Teile einen spirituellen Weg gehen. Sich wirklich dem spirituellen Weg hingeben. Dann können sie sich gegenseitig sehr helfen. Sich gegenseitig ermuntern, sich gegenseitig auch immer wieder dazu auffordern, sich hinzusetzen, zu meditieren. Man kann sich miteinander besprechen. Das kann hilfreich sein. Aber wenn es einzig und allein eine sexuelle Attraktion ist, na, die hält nicht sehr lange. Das wissen wir alle. Das kann nicht lange halten. Aber wenn es auf einer anderen Ebene aufgebaut ist, auf der, die ich eben angesprochen habe, kann es hilfreich sein. Es hat noch einen anderen hilfreichen Punkt, den ich öfter erwähne. Und zwar, wenn es eine Liebesbeziehung ist, die wo man sehr gebend ist, und sich wirklich also hingeben kann, ohne Angst zu haben und ohne eine Gefahren zu sehen. So kann man das benutzen, um den Samen der unpersönlichen Liebe zur Blüte zu bringen. Das heißt also, man sich nicht nur dann auf diesen einen Menschen konzentriert, sondern versucht, dieses Gefühl der Liebe weiter auszubreiten. Dabei wird man natürlich immer merken, dass man bei den anderen Leuten, die man versucht zu lieben, immer noch einen großen Unterschied hat. Aber das schadet nichts. Das ist ja gerade die Lernsituation. Also auf den beiden Ebenen kann es hilfreich sein. Aber auf der Ebene der sexuellen Attraktion und auch ein netter Mensch ist dann vielleicht nicht genug. Ne? Und sehr, sehr der Vergänglichkeit unterworfen. Noch irgendetwas. Als das Meditationsobjekt. Und wir benutzen auch ein Hilfsmittel dazu und suchen uns eins von den Hilfsmitteln aus. Der Atem geht aus den Nasenlöchern herein und heraus. Aber wenn man noch nicht viel meditiert hat, so ist es sehr schwierig, den Geist dort zu behalten. Und so werden wir entweder kann man zählen. Eins beim Einatmen, eins beim Ausatmen. Zwei beim Einatmen, zwei beim Ausatmen. Nicht mehr als 10. Wir können ein Wort benutzen, ein Wort wie Ruhe. Ruhe beim Einatmen, beim Ausatmen. Kann jedes zweisilbige Wort ist dafür geeignet. Wenn man visuell veranlagt ist, kann man ein Bild benutzen. Ozeanwelle. Ozeanwelle kommt herein mit dem Atem und heraus, aber nur wenn man visuell veranlagt ist, kann es sehr hilfreich sein, weil es rhythmisch ist und der Atem ist auch rhythmisch. Oder man kann auch die Empfindung des Atems an den Nasenlöchern, in der Stirn, im Rachen, in der Lunge betrachten, beim Einatmen und beim Ausatmen. Nicht die Empfindung suchen, sondern nur ihnen nachspüren. Und die man findet, betrachten beim Ein- und Ausatmen. Sich eins davon aussuchen. Zählen, Wort, Bild oder Empfindung. Und vor allen Dingen die abschweifenden, diskursiven Gedanken etikettieren. Ein Etikett draufkleben. Und zwar, die meisten Etikette sehen so aus. Zukunft, Vergangenheit. Nicht nötig, planen, hoffen, fantasieren, träumen, Langeweile, Unsinn. Welch immer
von diesen oder anderen Etiketten hochkommt, das Erste ist das Richtige. Nicht ein besseres suchen. Und wenn man zum Beispiel zählt, man hat ein Etikett draufgeklebt auf die diskursiven Gedanken, immer zurück zu 1. Nicht überlegen, bei welcher Nummer man angelangt war. Es gibt eine neue Gedankenkette. Dieses Etikettieren ist das Wichtigste, was wir dabei lernen können bei dem Anfang der Meditation, denn wir können zum täglichen Leben weiterführen. Jedes Etikett bringt den Gedanken zum Stillstand und man kann zurück zum Atem, weil der Beobachter nicht mehr der Denker ist. Und auch das ist wichtig dabei zu lernen. Gerade das ist ein ganz wichtiger Punkt am Anfang der Meditation. Um anzufangen, wir wollen den Rücken gerade halten, nicht militärisch, sondern entspannt, aber gerade. Nacken entspannen, Bauch entspannen, Augen schließen, Hände auf dem Schoß zusammen oder auf den Knien, wo immer es mehr komfortabel ist. Und wir können dem Atem Liebe und Dankbarkeit entgegenbringen, denn er hält uns am Leben. Dieses Gefühl der Liebe und der Dankbarkeit beruhigt den Geist und macht es möglich, den Atem zu erleben. Und darum geht. Den Geist in den Atem fallen lassen und ihn erleben, wie er hereingeht und heraus. Und eins der Hilfsmittel benutzen. Und bei dem einen noch bleiben. Bitte um anzufangen, die Achtsamkeit noch einmal auf den Atem lenken für ein paar Momente. Und sich jetzt einmal vorstellen, dass goldene Regentropfen in unser Herz hineinfließen, es erleuchten und ganz weich machen, geschmeidig. Dass keine Härte übrig bleibt. Und alle Samen, die in unserem Herzen zu finden sind von Liebe und Mitgefühl, werden genährt und zum Leben erweckt von diesem goldenen Regen. Und wir spüren die Wärme und Liebe im Herzen. Der weckt und genährt wird, uns erfüllt und umhüllt. Und diese goldenen Regentropfen schenken wir jetzt demjenigen, der uns hier am nächsten sitzt. Dein Herz wird davon erleuchtet, die Liebe genährt,
Wir freuen uns. Dass dieses Geschenk, das wir geben, den anderen beglückt. Und jetzt lassen wir die goldenen Regentropfen aus unserem Herzen zu den Herzen unserer Eltern ausstrahlen. Und schenken ihnen dadurch die leuchtende Liebe unseres Herzens. Die sie beglückt empfangen. Und wir denken an die Menschen, die uns am nächsten stehen, mit denen wir vielleicht zusammen leben. Lassen die goldenen Regentropfen, die in unserem Herzen die Liebe nähren und zur Blüte bringen, zu deren Herzen ausstrahlen. Sie damit erfüllen, umhüllen. Ohne zu erwarten, das Gleiche zurückzubekommen. Und jetzt denken wir an all unsere guten Freunde, lassen sie vor unserem geistigen Auge erscheinen und in jedem derer Herzen fallen die goldenen Regentropfen, die die Liebe zum Blühen bringen. Und wir verschenken das goldene Licht unseres Herzens. An jeden unserer Freunde. Und spüren die Zusammengehörigkeit und die Freude, die das bringt. Und wir denken an die Menschen, die unseren Alltag bevölkern, unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, Bekannte und Verwandte, wer immer uns in den Sinn kommt. Und einem jeden schenken wir die goldenen Regentropfen unseres Herzens,
sodass jeder von diesen Menschen das Licht und das Leuchten und das Aufblühen der Liebe spürt, die wir ihm schenken. Und jetzt denken wir an einen schwierigen Menschen in unserem Leben, über den wir uns vielleicht geärgert haben oder der sich über uns geärgert hat oder von dem wir glauben, dass er uns Schwierigkeiten macht. Und auch mit diesem Menschen stellen wir die Herzensverbindung her, schenken ihm die goldenen Regentropfen, die die Liebe zum Blühen bringen. Und wir spüren, dass unser eigenes Herz dadurch die Bürde verliert. Und jetzt stellen wir uns vor, dass unser Herz immer größer und größer wird, sodass die goldenen Regentropfen wachsen und wachsen und überall, wo Menschen sind, in deren Herzen fallen können und dort die Liebe zum Blühen bringen können, die wir ihnen schenken wollen. Erst zu den Menschen, die hier versammelt sind. Dann in der Umgebung, in Dörfern und Städten. Und immer weiter und weiter. Soweit wir mit unserem Herzen reichen können. Überall, wo Menschen sind, sind Herzen, in denen die Liebe wachsen und blühen kann. Und wir können dazu beitragen, indem wir unser Herz verschenken. Und jetzt die Achtsamkeit wieder auf sich selber lenken. Und wir spüren das goldene Licht der Regentropfen in uns, das uns beglückt. Wir spüren
das Wachsen der Liebe in unserem Herzen, die genährt wird durch das Verschenken. Und können uns mit ihr füllen und umhüllen. Mit einem warmen, schützenden Mantel. Mögen alle Menschen Liebe im Herzen verspüren.